Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Founder Timeboxing. Heute zusammen mit Hanno Renner von Personio. Hanno, du kennst das Format, eine Minute zu dir und Personio. Hi Andi, freut mich, dass ich hier sein kann. Gerne. Ja, ich bin Hanno, Gründer von Personio. Wir haben Personio vor knapp 3 Jahren inzwischen gestartet. Wir machen eine ganzheitliche HR-Management- und Recruiting-Lösung für kleine und mittelständische Unternehmen. Nennen es das HR-Betriebssystem, weil wir im Prinzip den ganzen Mitarbeiterlebenszyklus digitalisieren. Und das Besondere daran ist, dass es eben nicht nur für HR-Abteilungen sind, auch wenn es unsere Hauptuser sind, sondern jeder Mitarbeiter im Unternehmen einen eigenen Account hat, wo er seine Urlaube einträgt, seine Payslips einzieht und vielleicht auch, je nachdem, in welcher Rolle er es an anderen Prozessen teilnimmt. Genau, wir haben die Company eben vor 3 Jahren gegründet, haben unsere Kundenbasis seither auf knapp 700 Kunden gewachsen, die von die kleinsten so bei 10, 15 Mitarbeiter, die größten bei 2500 liegen. Und selber sind wir aktuell bei 93 Mitarbeitern. Wow. Und ja, das war. Und ihr habt einen nicht unbeachtlichen Betrag geraced in der letzten Runde. Ich glaube, 10,3 Millionen, wie waren es? Genau, ein bisschen über 10 Millionen war unsere Series A. Für ein Münchner Startup, glaube ich, so eines der höchsten Runden, die jeweils in der Series A geraced wurden. Ja. Von dem her Respekt. 5 Minuten, Hanno, für deine größten Lessons learned. Ja, meine größten Lessons learned. Ich würde sagen, eine Sache, die uns am Anfang auf jeden Fall sehr geholfen hat, was ich jetzt nach und nein als Lesson nennen würde, auch wenn es nicht beabsichtigt war, war der Fokus aufs Produkt. Also wenn wirklich bis wir 100 Kunden hatten, hatten wir kein Marketing und keinen Vertrieb. Ich war quasi die einzige Vertriebsperson und haben damit aber einfach sehr viel Zeit und Ressourcen ins Produkt gesteckt und hatten sicherlich auch Glück, dass bei unserem Markt HR-Manager das eben auch stark weiterempfehlen. Aber dadurch, dass wir einfach, glaube ich, ein gutes Produkt hatten, konnten wir dann sehr viel wachsen. Ich glaube, das ist einfach so das Nachhaltigste zu wachsen. Und so konnten wir vor allem dann auch bootstrapped dann bis auf 10 Mitarbeiter wachsen. Mhm. Ja, ein Ansatz, glaube ich, den auch immer mehr amerikanische Companies erfahren. Immer eher weg von früher klassisch Marketing wie noch was, sondern eher Fokus auf Produkt, das erstmal richtig skalierbar machen und dann Geld ins Marketing und ins Sales stecken. Product first. Ja. Genau, und ein zweites Learning, das aber mindestens so wichtig, wenn nicht wichtiger ist und vielleicht allem auch so ein bisschen unterliegt, ist Hiring. Mhm. Das würde ich mit Abstand sagen, ist das wichtigste oder der größte Einfluss einfach auf den Erfolg vom Unternehmen. Und da so den Grundsatz, den wir uns eingeeignet haben, ist if in doubt, don't hire. Also wirklich nur jemand einstellen, wenn man sich hundertprozentig sicher ist. Und eben nicht nur eine Person sich sicher ist, sondern verschiedene, die im Prozess involviert sind. Wir haben dafür einen 5-stufigen Recruiting-Prozess aufgebaut. Und in jeder Stufe sind andere Leute involviert. Jeder, der involviert ist, hat ein Veto. Also auch der Peer-Interviewer kann sagen, nee, mit dem will ich nicht zusammenarbeiten, oder das passt nicht. Aber auch dann eben wichtig ist, da Leute zu involvieren, die einfach keinen Need haben. Also sowohl am Schluss haben wir noch ein Founder-Interview, aber auch davor im Values-Interview ist normalerweise jemand aus dem Management-Team, der aber für eine andere Funktion verantwortlich ist. Und ein gutes Beispiel ist jetzt zum Beispiel gerade im Sales, unser neuer VP Sales, der hat das Ziel, und das unterstütze ich auch, dass wir sein Team von 8 auf 30 Mitarbeiter wachsen in den nächsten, also bis zum Jahresende. Und da geht es ihm natürlich dann manchmal so, dass er sagt, okay, wir brauchen dringend Leute, und man hat dann nie genug Bewerber, und dann ist er mal jemanden noch weiterlässt, wo er sich selber nicht ganz sicher ist. Und das kann ich mir nicht verdenken, weil ich habe es genau gleich gemacht, als ich noch in seiner Rolle war, für das Sales-Team verantwortlich war. Aber damals haben mir dann andere in späteren Phasen die Leute aussortiert. Und jetzt versuche ich jetzt ihn da zu stellen. Und er versteht es auch. Aber das ist ganz wichtig, diesen neutralen Aspekt eben später im Prozess. Und ich glaube, wir haben damit jetzt in den letzten 12 Monaten, wir haben uns kürzlich die Zahlen angeschaut, 5.600 Bewerber durch den Prozess geschleust und davon 60 eingestellt oder 61. Und ich glaube, das ist einfach nötig, dass man da wirklich sich sehr, sehr stark diszipliniert, und egal wie groß der Need ist und die Position ist total dringend und wir überleben fast nicht ohne sie, aber dass man trotzdem wartet, bis man den richtigen Bewerber dafür findet. Es kostet uns, also habe ich die Erfahrung gemacht, eigentlich immer 10-mal mehr, wenn man sich da, wie du sagst, seinem Need treiben lässt und sagt, okay, ich nehme ihn jetzt, hat man am Schluss eigentlich nie was gewonnen. Ja, ich meine, entweder muss man die Person in der Probezeit wieder gehen lassen, weil es nicht passt. Und dann hat es bis dahin aber, ist schlecht für die Stimmung, wenn jemand reinkommt, der irgendwie nicht passt, dann wieder rausgeht. Und das ist aber noch der bessere Outcome, der noch schlimmer ist dann, wenn man irgendwie eine Person beibehält und über die Probezeit lässt, die aber halt einfach nicht so gut ist. Und ich meine, im Endeffekt, ja, wie gesagt, bei den Unternehmen, Softwareunternehmen, sind die Personen die einzigen, die den Erfolg ausmachen. Exakt. Ja. Wir haben noch Zeit.
Dann machen wir noch einen dritten Lessons Learning. Vielleicht noch eins, du hast vorher kurz das Fundraising angesprochen. Wir haben eben zwei, also anfangs gebootstrapped, dann zwei Finanzierungsrunden, eine Seed und eine Series A geraced. Und mein Learning zu dem Fundraising wäre im Prinzip, dass es sehr stark mit Dating zu vergleichen ist. Also ein bisschen dieses Momentum aufbauen, willst du gelten, mach dich selten. Und da wirklich eben das Gefühl auch den Investoren vermitteln, dass sie da nicht allein sind. Mhm. Weil das, glaube ich, einfach für sie sehr extrem wichtig ist, gerade in so einem frühphasigen Investment. Da bauen die sich selber auch den Glauben an das Unternehmen auf, dadurch, wenn sie sehen, wie viele andere dran glauben. Und was ich dazu gemacht habe, ist, dass ich mir selber auch so ein Investoren-CRM aufgebaut habe. Das heißt, so wie die Investoren natürlich alle Informationen, die ich ihnen je gebe und alle Kommunikation tracken, mache ich das andersrum auch, dass ich immer weiß, wann habe ich mit welchem Investor das letzte Mal kommuniziert und was habe ich denen dann geteilt. Und damit hat man dann zum einen einen ganz guten Überblick, wenn man ins Fundraising gehen will, wer ist denn da alles nochmal, mit wem hatte ich schon Kontakt und was habe ich denen kommuniziert. Aber kann dann eben auch, und so haben wir es dann auch gemacht, sich die aussuchen, wo man glaubt, die würden wirklich gut passen, denen dann einen klaren Prozess auch kommunizieren und sagen, okay, wir wollen jetzt bis dahin die Runde abschließen und in den 3 Monaten passieren die Schritte und wenn du dabei sein willst, dann sag Bescheid. Und damit schafft man schon ein bisschen diese Urgency und dieses Momentum. Also auch im Fundraising-Prozess einen strukturierten Sales-Prozess eingeführt. Ja, absolut. Ich meine, im Endeffekt, jetzt wo ich selber nicht mehr das Produkt verkaufen darf, ist es halt die Company an Investoren. Ja. Cool. 2 Minuten für deine größten Wow-Momente. Größte Wow-Momente. Also mir fällt vielleicht eine Sache ein, die geht erstmal zurück zu, bevor wir Bezone gegründet haben. Ich habe damals, war ich bei einem Event von Stylight, das ist ein anderes Münchner Startup, wo einer der Gründer bei dem Event dann gesprochen hat und irgendwie über Stylight erzählt hat, aber ich auch einfach das Unternehmen zum ersten Mal so ein Startup von innen quasi erlebt habe, weil ich in meinen Praktika und so immer in verschiedenen anderen Unternehmen war, aber nie wirklich in einem Startup. Und gleich dann noch eins, was so eine coole Kultur hat, wo Stylight, glaube ich, auch immer noch sehr für bekannt ist. Und da war ich einfach sehr beeindruckt und begeistert von der Kultur und wie cool eigentlich ein Arbeitsort sein kann und wie die Leute sich da wohlfühlen und auch von den Gründern eben, die das geschafft hatten und aufgebaut hatten. Da war ich fast so ein bisschen neidisch zu dem, was sie geschafft haben, gedacht, und sowas will ich irgendwie auch mal aufbauen. Und neulich hatte ich eben so einen Moment, wo ich in unserem All-Team, jeden Freitag haben wir ein All-Team mit der ganzen Company, mhm. Und da stand ich irgendwie vorne und ich hatte das Gefühl, es war so eine richtig gute Stimmung drin, irgendwie gelassen, alle hatten irgendwie ein Bier oder ein Wein oder irgendwas aufgemacht und wir haben dann unser All-Team und da hatte ich irgendwie gemerkt, es sitzen jetzt 90 Leute und ich habe das Gefühl, die fühlen sich wohl hier und neben der Tatsache, dass wir natürlich irgendwie auch ein erfolgreiches Unternehmen machen wollen, war aber für mich ein großes Ziel, halt eins zu bauen, wo ich selber auch drin arbeiten wollen würde und wo sich die Leute wohlfühlen. Und das war definitiv so ein Wow-Moment und ich hoffe, dass wir das beide auch mit Wachstum beibehalten können. Sehr cool, ich drücke die Daumen. In der Zeit sind wir mehr als gut durch. Ich drücke da nur mal ganz kurz auf 0, dass nicht gleich piepst. Hanno, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für dein geteiltes Wissen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie jedes Mal, wenn ihr Fragen habt, kommentiert gerne. Hanno wird sicher gern drauf antworten. Ansonsten freue ich mich natürlich über jeden Daumen hoch, über jedes Share des Videos. Hoffe, ihr schaltet das nächste Mal nächsten Sonntag wieder ein. Wünsche euch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao.